könnten. Neuer Auftrag verfügbar. Jo, cool, gib her. Oh, sogar ein wichtiger Auftrag. Zu Ehren. Perfekt. Ja, fix. Na, dann nehmen wir gleich den Auftrag. Da nehmen wir fix den, ja, auf alle Fälle. Einfach alles auf den Rucksack. Genau. Einfach alles drauflagern und tschüss. Und aufbrechen. So. Ja, so wie wir ausschauen. Ach, du Scheiße. Ja, schau mal aus. Stöpper, du. Uiuiui. Dass das nicht wackelt. Wahnsinn. Gut. Dann haben wir gleich mal eine gute Mission. Dann gleich mal dorthin. Weil wir sowieso hin wollten. Und dort will man sich dann noch ein bisschen ausruhen. Der muss sowieso duschen gehen jetzt. Und das Fahrzeug wird dann auch wenigstens repariert. Akkulaufzeit ist auch nicht mehr allzu viel am Start. Wir müssen ja auch schauen, dass wir da irgendwie aufkommen. In der Hoffnung, dass es natürlich nicht regnet, etc. Aber wenn wir Pech haben, haben wir halt Pech. Das schaut eher weniger so danach aus, wie gut wir da jetzt irgendwie Probleme haben. Ja, ich kann es nicht lassen. Was? Ich kann es nicht lassen. Ich kann es einfach nicht lassen. Wenn ich was sehe, dann muss ich. Da muss es aber doch irgendwie einen einfachen Weg aufgeben, oder? Irgendwie so ein bisschen so ein kleinen einfachen Weg. Oder 200 Metall. Leck mich fett. Das nehmen wir mit. Alter, ich will einfach nur auf. Ja, komm. Passt. Dass er nicht umkippt, wundert mich, was? Normalerweise. Alter, der müsste umkippen. Wieder drauf. Warte. Ha! Geht doch. Jo. Ein bisschen Platz haben wir noch. Mich wundert es, dass du überhaupt noch gehen kannst. Warte, ich kann es nicht einmal mitnehmen. Oh ja. Da kann ich ihn einmal mehr mitnehmen, schau. Da wirst du ihn einmal mehr mitnehmen, weil wir schon so viel wieder haben. Weil er auch verträgt ist und einfach nur noch haben will. Ein bisschen schlafen und alles, und dann noch wieder Monster. Ich weiß, ein Monster würde sich auch wieder eine zischen. 100%. Ja, und der Akku ist auch nicht mehr so voll. Aha, der kann der da schon fahren oder was? Darf nur stehen, damit es geil ausschaut, oder was? Ah, langsamer, falls die irgendwie diese Viecher sind oder irgendwas in der Richtung ist. Oder warte, vielleicht kann auch was einsammeln, wenn ich so fahre. Ah, ist einfach nur eine Bremsung. Ja, Pipi, der braucht auch mal wieder eine kleine Erholung, hätte ich gesagt. Aber sowas von. Wir sind ja eh dann Kletter, wir sind eh Kletter, oder? Nicht mehr lang. Dann haben wir es eh schon geschafft. Einfach nur noch über die Brücke und tschüss. Das Fahrzeug ist repariert. Dann ja, geht es dann auch wieder fast gut. Und Pipi. Dann ja, geht es dann nochmal wenigstens duschen. Alter, jetzt wird's knapp. Jetzt ist schon rot. Jetzt ist schon rot. Ist dann eigentlich. Ah, Strom, ja, genau. So brauchen wir ja nichts mehr. Oh, doch. Ja, wurscht. Aber da unten, ja. Oh, schön. Und angekommen. So, dann liefern wir das einmal. Das ganze Zeug da.
Bitte schon mühen. Einmal das Gewollte, hätte ich gesagt. Der schön. Alter, der schaut aus. Der schaut aus. Ihr Wimpy, Alter. Boah. Ganz verdreckt. Bist du narrisch. Hast du das vom Windpark hergebracht? Das muss doch unglaublich anstrengend gewesen sein. Vielen Dank. Was wir da leiden mussten. Du machst keine alten Sachen, oder? Kaum zu glauben, dass ein Mann so eine Ladung schleppen kann. Aber du bist ja auch eine Legende. Und gibt es irgendwelche Probleme? Kann es eigentlich gar nicht Probleme geben. Es sind hier eigentlich nur 6 Sticker. Ja, genau, immer wieder das gleiche. Passt. Weniger ist ja wieder guten Bonus. Da auch noch. Lieferroute 1, fast 1,5. Diese Audiodateien kannst du in deinem privaten Raum. Okay. Da ist auch wieder was gestiegen. Ideal. Und wie schauen wir da aus? Ging da, könnte vielleicht das. Ja, Frachtzustand, schau. Gab mir wieder was. Ui! Avara! Was geht denn da jetzt ab? Frachtzustand, Klammer. Hui! Da geht aber ordentlich was weiter. Bist du narrisch? Da ist jetzt ordentlich was weitergegangen. Ich kenne keinen, der mehr getan hat, um Menschen zu verbinden. Und wieder auf die Beine zu bringen. Wahnsinn, Alter, Wahnsinn! Man glaubt fast, der große Lieferant hätte eine kleine Armee zur Verfügung. Weil du irgendwie immer zur Stelle bist, wenn jemand in Schwierigkeiten ist. Deshalb kann ich mir echt gut vorstellen, dass du es bis zur Küste schaffst. Viel Glück da draußen. Ich drück dir die Daumen. Aber ohne Spaß, das wundert mich jetzt wirklich sehr. Das wundert mich jetzt wirklich sehr.